Justus Liebig war zu seiner Zeit ein außergewöhnlicher Professor, wie er hier an die Landesuniversität Gießen kam. Er war sehr jung, er war außergewöhnlich kreativ. Seine Studenten, die aus aller Welt kamen, konnte er begeistern. Wir versuchen, Liebigs Wirken und seinen Einfluss auf die moderne Chemie hier im Liebig-Museum anhand der Ausstellungsstücke den Besuchern nahezubringen. Darüber hinaus führen wir regelmäßig Experimentalvorführungen durch und auch Führungen durch die Laborräume. Das Besondere ist hier, dass wir diese Vorlesung in einem Hörsaal, einem Originalhörsaal, den Liebig konzipiert hat, machen, der auch noch weitestgehend im Originalzustand erhalten ist. Und ich denke, das ist der besondere Reiz, in so einer Umgebung so eine Vorlesung nach Liebig vortragen zu können.